Lieber Jonas, es war mir eine Ehre, deinen ikonischen gelben Regenmantel zu tragen und ich hoffe, da wo du jetzt gerade bist, geht's dir gut und bist zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Okay, sich verabschieden ist nicht leicht. Es tut mir sehr leid, dass es zu Ende ist, aber ich bin trotzdem nicht traurig, sondern ich bin eigentlich froh und dankbar, dass ich einfach ein Teil davon werden durfte und dass ich dabei gewesen bin. Das ist eine Erfahrung, die wird immer bei mir bleiben. Ich werde das nie vergessen. Ja. Tschüss, Martha. Das war's. Ich habe schon beim Abschlussfest ganz viel geweint und ich habe auch schon beim Drehen ganz viel geweint. Ich will jetzt nicht nochmal weinen, aber ich glaube, man merkt, wie viel mir das alles bedeutet und ich freue mich einfach, dass ich Teil davon sein konnte und für mich werden diese Rollen immer weiterleben und wird Winden immer weiterleben. Es war so eine krasse Erfahrung, ein Teil davon zu sein. Und ich bin einfach so dankbar und das Team, der ganze Cast, ihr seid so toll. Liebe Silja, ich danke dir, dass ich dich spielen durfte. Du bist eine richtige Kämpferin. Es hat mir auf jeden Fall ganz, ganz viel an Stärke gegeben und mir ganz, ganz viel gelehrt. Und ich hatte wahnsinnigen Spaß, 3 Jahre lang ein wenig in deine Welt einzutauchen. Also Charlotte, du merkst ja, ich werde jetzt emotional. Das ist total scheiße, will ich gar nicht. Aber ich habe dich echt lieb gewonnen. Und ich finde es schade, dass ich dich nicht mehr treffe, aber wer weiß, wir haben ja gelernt, dass wir uns immer wieder begegnen. Hallo Adam, du warst eine der geilsten Charaktere, die ich je habe spielen dürfen. Das war ein großes, schönes, wunderbares Erlebnis. Nicht zuletzt die 3,5 bis 4 Stunden jeden Morgen in der Maske. Noah, ich kann dich gar nicht loslassen, weil du hier ein Teil von mir bist und ich ein Teil von dir. Meine Teile haben sich dir zur Verfügung gestellt, um du zu sein. Und du hast was mit mir gemacht. Und dafür danke ich dir. Oh, Jantje, es war so toll, 3 Jahre mit euch zu verbringen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Egal. In welchem Paralleluniversum auch immer. Jördis, meine liebste Feindin. Ganz viel Liebe an das ganze Dark-Team, an alle, die letzten 3, 4 Jahre mitgeprägt haben. Peace-Universum, Tschüss-Universum, Dark-Universum, man sieht sich immer zweimal und keep on working, glaubt an das Gute, ich auch und ja, danke und brrr, tschüss. Ich habe 2 Familien. Meine Frau und meine Tochter und alle, die bei Dark mitgemacht haben, aber auch wirklich alles, was eigentlich nicht real ist, wie die Figuren. Ich werde so, so Jonas und Martha vermissen. Das ist einfach so besonders und deswegen wird auch Dark weiterleben, auch wenn es jetzt quasi vorbei ist. Aber es ist ja auch immer so, dass der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt. Genauso wie in deinem. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Nicht mehr lange. Da beginnt der letzte Zyklus. Jack. Der Anfang. Dark. Ist das Ende. Und das Ende. Dark. Ist der Anfang. Michael! Alles ist miteinander verbunden. Darf ich noch eine Sache sagen? Wir wollen uns nämlich auch noch total gerne bedanken bei wirklich all den grandiosen Fans. Also ich habe noch nie so wahnsinnig liebevolle, tolle Fans erlebt. Tausend Dank an euch. Wir feiern euch auch ab. Tschüss. Tschüss.